Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Das ist ja göttlich. Der ist mein Held. Wie schnell kommen uns solche Gedanken in den Kopf oder sogar über die Lippen? Und sie können uns irreführen, denn sie zeigen uns vielleicht eine falsche Richtung. Jesus warnt jedenfalls davor: Gebt Acht, dass man euch nicht in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es. Lauft ihnen nicht nach. Ja, in Filmen, im Fernsehen, im Internet kann uns viel Heldenhaftes vorgegaukelt werden. Doch heldenhaft ist das, was wir im Alltag, motiviert durch Jesus selbst, an anderen Menschen wirken, vollbringen, wo wir jeden Tag die Möglichkeit wahrnehmen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das ist göttlich, denn das Göttliche scheint durch unsere Taten hindurch, wenn wir es zulassen. Suchen wir Gelegenheiten, nehmen wir sie wahr und machen diese Welt ein Stück göttlicher. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, anstatt Heldentaten anderer nachzulaufen, lädst du uns ein, selber zu kleinen Heldinnen und Helden des Alltags zu werden, um diese Welt ein Stückchen voller zu machen von deiner Liebe. Führe uns durch die Nacht und schenke uns morgen die Möglichkeit, in Situationen ein Stück weit heldenhaft zu sein, wo wir dein Wort verlebendigen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.